Hallo liebe Ameisenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute berichte ich euch mal wieder etwas über das Tropenbecken, weil da hat sich eine kleine Planänderung ergeben. Gleich nach dem Intro geht's los, viel Spaß! So, das ist es, das Tropenbecken, das kleine Tropenbecken. Und ja, da werde ich euch jetzt einfach mal erzählen, was sich da jetzt verändert hat und was ganz, ganz neu jetzt auch ist. Ah, die Lampe da oben ist ein bisschen verrutscht, sehe ich gerade. So. Wo fange ich an? Es war nämlich so, ich habe nach der Königin geschaut, nach der Odontomachus-Königin. Und musste leider feststellen, dass sie die große Larve verschwunden ist, aus welchem Grund auch immer. Und eben nur mehr die Königin und die Eier da waren. Aber dafür ziemlich viele Eier. Mittlerweile gibt es auch wieder kleine Larven. Ich blende euch hier jetzt auch mal ein paar Videos von der Königin ein. Also wie man sieht, gibt es wieder einige kleine Larven. Und ich hoffe, dass es diesmal besser funktioniert. Aber ich habe mir dann gedacht, ich möchte jetzt eigentlich nicht so lange warten, bis da mal so 10, 20 Arbeiterinnen vorhanden sind, sodass ich die in dieses Becken hier einsetzen kann, weil das wird ewig dauern. Und deshalb lebt da jetzt was anderes drin und die Odontomachus-Königin bekommt dann ein kleines Terrarium. Und zwar, wer ist eingezogen? Meine Neoponera apicalis-Kolonie, die lebt jetzt da drin. Die hat einfach ein größeres Becken gebraucht und das alte Becken von denen wird dann für die Odontomachus verwendet. Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung, weil die machen sich sehr gut in so einem Becken. Das funktioniert hier wirklich wunderbar. Da unten sind auch gerade welche aktiv unterwegs. Die haben sich in der Korkröhre da eingenistet. Also das ist wirklich ein Top-Platz für die. Die haben hier jetzt eine schöne Bepflanzung und so drin. Und das ist dann auch, glaube ich, besser für die Kolonie. Was hat sich sonst getan? Also die Pflanzen entwickeln sich wirklich einmalig. Vor allem unser Spitzenkandidat hier, diese großblättrige. Man sieht, die rankt da überall entlang, da oben. Das alles hier, das sind Triebe von ihr da drüben. Also das funktioniert wirklich wunderbar. Dieser kleine Ficus da, der wächst auch unter die Korkwurzel da unten hinein. Also die Pflanzen sind wirklich wunderbar. Da kann ich mich nicht beschweren, bei der Bromelie kommen schon viele Jungpflanzen nach. Da unten, diese kleine hier ist neu, die war noch aus dem Neoponera-Becken und die habe ich jetzt hier dazu gesetzt. Ich hoffe natürlich, dass die hier auch ein bisschen wächst. Und was ich noch verändert habe, hier ist jetzt noch ein großes Rindenstück drin. Und zwar keine Korkrinde, sondern eine einheimische Rinde. Habe ich nicht von Bäumen abgerissen natürlich, sondern die lag am Boden. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Und zwar lebt hier noch eine Kolonie drin. Also nicht nur die Neoponera, sondern auch eine zweite Kolonie. Manche werden es vielleicht schon entdeckt haben. Ich zoome jetzt mal hin. Da oben. Und zwar ist das meine, manche kennen sie noch aus den letzten Videos, meine Meranoplus Piccola Kolonie. Und die lebt hier zusammen mit den Neoponera in diesem Becken drin. Funktioniert bis jetzt wunderbar, die gehen sich wirklich aus dem Weg. Die Meranoplus haben ja ein Versikret, das sehr effektiv gegen andere Ameisen funktioniert und sind selber kaum aggressiv, also die können sich nur sehr gut verteidigen, sind ruhig und gemächlich unterwegs. Und das sind quasi dann die perfekten Mitbewohner. Die machen hier auch schon die Korkrinde unsicher. Ich habe sie gestern eingesetzt, bis jetzt wollten sie noch nicht irgendwo sich einnisten. Ich hoffe natürlich, dass sie
sich hier irgendwo einen schönen Nestplatz suchen, wobei, wenn sie im Reagenzglas bleiben, lasse ich das derweil auch mal drin. Und ja, sonst funktioniert das Ganze wirklich, wirklich gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden auch mit dem Becken, weil schon langsam kriegt das alles Gestalt. Also die Pflanzen hier, die wuchern schon langsam das Becken, alles schön zu. Und da freue ich mich wirklich drauf, auf die Entwicklung. Auch mit den Neoponera, jetzt sind da wirklich aktive Ameisen eingezogen. Bei den Odontomachos hätte ich da, glaube ich, am Anfang sicher nicht so viel Spaß gehabt. Aber ja, ich werde auf jeden Fall weiter berichten, also vom Tropenbecken und natürlich von den Odontomachos auch. Da werde ich beides natürlich weiter verfolgen. Und ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch quasi einen kleinen Rundflug quasi durch das Becken. Ich gehe einfach mal mit der Kamera rein und dann seht ihr ein bisschen besser, wie das Becken so aussieht. So, dann gehen wir hier mal hinein. Wir beginnen hier, also das ist die große Buddha-Nut, besser gesagt. Da drüben jetzt weiter zur roten Pflanze. Hier ist ein Korkrindenstück, das schon richtig schön, da oben läuft gerade eine. Das Korkrindenstück wird schon richtig hübsch überwuchert von der Pflanze da. Finde ich, sieht sehr schön und ansprechend aus. Da oben ist die Bromelie. Und hier weitere Triebe von der großblättrigen Pflanze. Dann geht es hier weiter und hier ist so ein großes Blatt. Und zwar hier werde ich, also hier reiche ich das Futter für die Merano Plus. Die kommen da immer her und holen sich da alles. Es gab heute Invertzuckerlösung und Mehlwurm. Wobei den Mehlwurm habe ich heute noch vor das Reagenzglas gelegt. Aber die Invertzuckerlösung habe ich hier auf dem Blatt quasi bereitgestellt. Da unten ist, wie gesagt, das Rindenstück. Hier geht es dann weiter zum großen Korkrindenstück. Und hier leben gerade beide Arten drauf, also sowohl die Merano Plus als auch die Neoponera, die sich hier unten eingenistet haben. Genau, da drüben ist dann noch dieser kleine Ficus. Ja, das war mal hier die Gesamtansicht des Beckens, ein bisschen von innen, damit man sich das besser vorstellen kann. So, hier habe ich jetzt noch die Neoponera mal gefüttert. Also man sieht, die jagen hier aktiv. Sind wirklich sehr schöne und aggressive Jäger. Bei denen macht es einfach immer Spaß zuzusehen. Bei denen ist immer was los. Braucht halt wirklich viel Futter. Das muss man sagen. Aber sehr, sehr schöne Ameisen. Ich fütter da hauptsächlich lebend, also Schokoschaben und Mehlwürmer. Funktioniert sehr gut, die nehmen fast alles an. Und ja, im Großen und Ganzen war es das. Hier werden dann noch eingesetzt Springschwänze und weiße Asseln. Die habe ich schon da. Die muss ich nur noch ein bisschen heranzüchten, dass das ein paar mehr werden. Und dann kommen diese Nützlinge da auch in das Terrarium rein. Einfach um Futterreste zu beseitigen und halt das Becken schön sauber zu halten. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Update. Bei Fragen könnt ihr mir natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen.
Und zum Schluss möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch für mittlerweile mehr als 400 Abonnenten bedanken. Das ist wirklich ganz einzigartig, freut mich extrem, motiviert mich sehr, neue Videos zu machen. Und ich werde das natürlich auch weiterhin so halten. Also vielen Dank an euch und wir sehen uns dann zum nächsten Video, ja. Ciao.